So, liebe Hobbyköche, 3, 2, 1. Ich mache jetzt einfach mal, so, ich würde es eigentlich auch gern öfters machen, so die besten Desserts, die die Weltgeschichte je erlebt hat. Und Crêpe Suzette, ein Dessert der klassischen französischen Küche, gehört auf jeden Fall dazu. Der Teig ist ja kein Akt, ja, das ist Mehl, Ei, Butter und ein bisschen Milch. Und dann werden ganz hauchdünne Crêpe ausgebacken, ohne Farbe und so dünn, wie es irgendwie möglich geht. So, und wenn die da schön ausgebacken werden, dann kann man die eben schön vorbereiten. Ich mache das hier, der ist jetzt ein bisschen klein geraten. Ich mache das hier schon ein paar Mal. Jetzt pass auf. Und um den ultimativen Ober-Super-Crêpe hinzubekommen, ja, brauchen wir hier, Imran, wir brauchen noch ein bisschen Butter, ein bisschen Zucker, genau, habe ich vergessen. Zucker brauchen wir noch. Also ordentlich Butter in die Pfanne, ordentlich Butter. Dann schauen wir her, ordentlich Zucker und nicht geizen mit den Reizen. Ja? Also richtig Butter, richtig Zucker und den Zucker ein bisschen karamellisieren lassen. Ja? Dann dazu, schauen wir her, ein bisschen Vanille geben. Ein paar Pinienkerne mit dazu reingeben. Ich habe hier süße Sonnenblumenkerne, die auch noch mit rein. So, und das Ganze jetzt schön brutzeln lassen, dass das ein richtig schönes Karamell ergibt. Viel Butter, viel Zucker, die Vanille, die Pinienkerne etc. etc. Dann brauche ich ein bisschen, meine Damen, Ukoin Treau, ja, richtig schönen Contreau, ein bisschen Orangensaft, ein paar leckere Orangen. Hier habe ich von vorhin noch ein paar Mangos, egal. So, jetzt pass mal auf. Die Orangen rein, die Mangos rein, dann einen ordentlichen Schluck Contreau, schaut mal her, einen ordentlichen Schluck. Hey, wer braucht Augenbrauen? Ja. So, und jetzt dann eine schöne Jus kochen lassen. Bisschen Orangensaft noch dazu. So, und jetzt hier. Für alle, die sagen, der ist nicht ganz dicht, nochmal ein bisschen kalte Butter. Viel Butter, viel Zucker, Contreau, Orangen, ein paar Mangowürfel. Und jetzt die Crêpe, schaut mal her, hier einlegen. Ein bisschen was von diesen leckeren Orangen dazu und einmal vierteln. Ja, nochmal zum Mitschreiben, den Crêpe hier reinlegen, ein bisschen was Gutes hier in die Mitte, einmal halbieren und einmal vierteln. So. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Und jetzt kommen diese leckeren Crêpe auf einen vorgewärmten Teller. Schau mal her, einmal. Zweimal. Und das kann man wirklich super gut vorbereiten, reichlich von dieser Jus, von diesem Sirup, von diesem Karamell-Touch dazugeben. Dann habe ich hier noch ein bisschen Honig, ein bisschen Crème Fraîche, Honig und Crème Fraîche aufrühren. Nochmal so einen kleinen Klecks hier drauf, machen wir keinen so Lärm hier. So, schau mal her, einmal oben drauf, dass man auch weiß, woher das kommt. Ein bisschen so ein Hänseplättchen, Puderzucker. So. Puff, das hat 27.000 Kalorien, aber völlig egal, das ist richtig lecker. Nachkochen ist ein Muss, ja, ich zähle für euch, voilà, eine Granate in zwei Crêpe-Varianten. Guten Appetit.